guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, je nachdem, was für euch gerade für eine Zeit ist. Ich weiß nicht, ob ihr mich im Browser vielleicht vergessen habt. Falls ja, wundert euch nicht über diese komische Stimme. Sie kommt von YouTube. Mehrere Leute haben mir dieses Video hier geschickt. Ich habe in 24 Stunden Handy-Hacken im Darknet gelernt. Man lernt nicht Handy-Hacken im Darknet. Man lernt das einfach dort nicht. Oh, ich weiß nicht, ob wir das... Auf der Straße, wo mein bester Freund wohnt, wurde Glasfaser gebaut. Nur leider an seinem Haus vorbei. Hat immer noch... das ist richtig gemein. Vor allem ist es richtig teuer, wenn sie nicht bei dir Glasfaser bauen und am Ende dann du das noch zusätzlich legen musst. Das ist richtig, richtig teuer und kann... Oh, das kann fast so viel kosten wie ein Haus, je nachdem, wo du wohnst. Okay, dann gucken wir jetzt dieses Video, von dem ich... Also vom Titel bin ich... Oh, ey, nicht Autoplay machen. Vom Titel bin ich nicht überzeugt. Ich habe in 24 Stunden Handy-Hacken im Darknet gelernt. Bin ich... Ja, das lernt man nicht im Darknet. Fertig. Also, kann ich schon mal sagen. Und vor mir ist genau dieser Hacker-Guide. Das 24-Stunden-Experiment ist vorbei, aber das Ergebnis, das wir jetzt haben, ist crazy. Und jetzt lädst du dir alle Bilder von diesem Handy runter. Wenn er jetzt zeigt, wie er eine Malware auf seinem ohnehin entsperrten Gerät installiert, dann kriegt er ein Dislike von mir. Also, mal gucken. Ja, Jailbreak oder sowas. Unser Smartphone ist eigentlich nichts anderes als ein mobiler Computer. Das heißt, es ist aber auch genauso anfällig für Viren, Trojaner und Malware wie eben dieser. Und trotzdem fühlen die meisten von uns sich doch relativ sicher. Ich meine, wenn man nicht auf irgendwelche Links klickt oder unseriöse Anhänge, dann wird das Ding ja wohl nicht gehackt werden können, oder? Das habe zumindest bis heute ich gedacht, dass die Geschichten von geleakten Chatverläufen, runtergeladenen Nudes und so weiter eigentlich nur in der Promi-Welt passieren. Trotzdem habe ich mal nachgeschaut und im Internet gibt es haufenweise... Die, ganz kurz dazu, die Nudes, die da geleakt wurden, das lag halt an der iCloud. Das lag nicht an irgendwelchen Hackern, die auf die Handys eingebrochen sind, sondern die hatten halt Zugriff auf deren iCloud, weil die nicht richtig abgesichert war. Diese Guides, was mich schon echt erschrocken hat, aber die meisten sind eben dafür da, wenn das Handy vor einem liegt, aber man beispielsweise einfach nicht mehr reinkommt, weil man den Code vergessen hat. Aber was ist, wenn ich jetzt auf das Handy meiner Freunde zugreifen will? Wenn ich wirklich ein Hacker sein will, der genau sowas macht? Wo muss man gucken? Und ihr könnt es euch schon... Bei Sicherheitslücken. Bei nicht gepatchten Handys. Meine Freundin hatte sehr, sehr lange ein... Was heißt sehr, sehr lange? Sie hatte... Okay, nicht sehr... Sie hat ein paar Monate keine Sicherheitsupdates mehr gekriegt, bis ich ihr dann gesagt habe, ey, du kaufst dir jetzt endlich ein neues Handy, sonst fliegst du aus dem WLAN raus. Also 2 Monate oder 3 Monate waren das irgendwie, wo sie keine mehr bekommen hatte. Aber wenn du sowas drin hast und wenn dann irgendwas Krasses passiert, klar, natürlich, das kannst du super hacken, das ist jetzt auch nicht schwer. Schon vorstellen, für dieses Selbstexperiment bin ich letzte Woche wieder zurück ins Darknet, habe mir die Guides dort angeguckt und versucht, in 24 Stunden hacken zu lernen. Ganz wichtig an dieser Stelle nochmal aus dem Off, bevor wir mit dem Video jetzt starten. Das Ganze ist natürlich nur educational purpose only und das ist wichtig, bevor das im Video zu kurz kommt, weil ich bin ehrlich, wir haben uns auch über das Ergebnis relativ erschrocken. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, Leute, für den ganzen Support. Ja, unglaublich, wie viele Kommentare, wie viele Abos bei uns immer wieder dazukommen. Trotzdem sind laut Statistik 60% immer noch Non-Abonnenten. Also gerne mal den Kanal abonnieren. Jeden Sonntag 18 Uhr gibt es hier spannende Internet-Experimente. Jetzt allerdings zu diesem hier. Es ist gerade 23.04 Uhr, ja, wenn wir dieses Experiment starten. Das heißt, bis morgen Abend um 11 Uhr wollen wir genau so ein Handy im besten Fall gehackt haben. Und mich würde mal interessieren, was glaubt ihr? Ja, pausiert gerne mal das Video, schreibt mal unten drunter einfach ja oder nein, wird das funktionieren? Ich bin ehrlich, kann es mir nicht vorstellen. Ich gucke Chris an. Er ist auch sehr... Wenn er keine Sicherheitsupdates mehr auf seinem Handy hat, dann kann ich das in weniger als ein paar Minuten übernehmen, je nachdem, welche Sicherheitslücke es ist und welche Sachen er aktiv hat bei sich. Wenn er halt genau nach sowas sucht und das dann auch richtig einstellt, ist es sehr einfach. Mal gucken. Ah, Bartcam. Muss ich natürlich machen. Hier. Ach ja. Sehr skeptisch. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung allgemein beim Thema Hacken. Man unterscheidet hier eigentlich zwischen dem sogenannten White Hat Hacker. Das ist der mit den guten Absichten. Das heißt, ein Hacker, der wirklich beigeht, der hackt Sachen, Systeme und so weiter, um auf Sicherheitslücken hinzuweisen. Also der will nicht wirklich irgendwie Schaden verursachen oder so. Und dafür sind auch viele dieser Guides eben im Internet, die man jetzt beispielsweise im Freenet findet. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch diese bösere Komponente und das... Ich glaube, er hat nicht so viel Vorwissen. Ich glaube, er will möglichst ohne Vorwissen da dran gehen. Und die ganzen Sachen, die er jetzt erzählt hat, also sich zusammen recherchiert, hört sich zumindest so an. Das ist der sogenannte Black Hat Hacker. Und das ist der, zu dem wir jetzt werden wollen. Nein. Also,
nochmal, um das richtig zu stellen, ein Whitehead-Hacker hat nicht nur gute Absichten, sondern verdient halt auch häufig seine Kohle damit. So, das sind halt so ganz normale Pentester, sind Whitehead-Hacker. So, du gehst dahin, sagst, yo, ich will einen Auftrag von euch, oder die sagen halt, ey, wir wollen dich als Pentester haben. Die beauftragen dich und dann sagen die halt, was du machen darfst und was du nicht machen darfst. Die Red Hat-Hacker. Verstehe ich, wegen Red Hat. Es gibt eine Linux-Distribution, die nennt sich Red Hat. Und dann machst du halt den Auftrag und dann schreibst du einen richtig schönen ausführlichen Bericht und gibst es denen. Okay. Black Hat hackt einfach Ziele irgendwie, egal wie, und möchte damit sich selbst einen finanziellen Vorteil verschaffen. Und das möchte er. Weil stimmt, er macht ein Video darüber, also ist er sogar ein Black Hat Hacker, weil er bekommt ja finanziellen Vorteil, wenn er dieses Video hier an die Öffentlichkeit bringt. Also ist er eigentlich ein Black Hat. Ja, okay. Okay, das, mit der Definition kann man das stehen lassen. Deshalb ist unser Objekt der Begierde jetzt auch nicht wirklich Handys von Freunden, um die auszuspionieren, sondern wir haben hier von Chris das Zweithandy und im besten Fall kommen wir genau hier rein. Ich würde sagen, wir gehen an der Stelle rein. Ihr seht. Also wir hören es schon, sein Zweithandy. Von wann wird wahrscheinlich das Zweithandy sein? Naja, wahrscheinlich so 2006 das letzte Sicherheitsupdate gewesen, also vor einigen Jahren, also kann man da sehr, sehr leicht rein. Jetzt im Hintergrund schon, das ist so eine Übersicht, wo die ganzen Foren sind und ich zeige euch das jetzt mal. Die Seite heißt dark.fail, wer wissen will, wie man auch genau den Tor-Browser Dark.fail ist keine Darknet-Webseite, das ist eine, darf man das überhaupt zeigen? Dark.fail ist halt so ein Portal, wo sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Websites gesammelt werden, wo man halt drauf kann. Ja, Kernel-Version 3.14. Ey, ich habe tatsächlich noch neulich ein System von mir gefunden, so eine uralte virtuelle Maschine, die Kernel 3.13 oder sowas hatte. Oder 14? Also auf jeden Fall ein Dreier-Kernel. Das war schon... hoppla. Benutzer kann gerne auch nochmal unseren ersten Teil auschecken, da haben wir das genau erklärt. Im Endeffekt ist das eine Übersicht, welche Foren sind gerade online, welche sind offline. Und wir haben jetzt mal dieses... Und welche Markets sind vor allem auch online, ne? Und das hier sieht mir gerade nach einem fetten Market aus. Und wenn du bei einem Market was kaufst, machst du dich instant strafbar. Forum hier ausgewählt, sind da auf Digital Goods, haben oben Phone eingegeben und jetzt sieht man hier schon insgesamt 93 Ergebnisse. Und hier gibt es wirklich im Endeffekt alles. FBI Hacking and Forensic Toolkit Hack into Phones, Instant Delivery, $4. Also es kostet wirklich fast gar nichts. Bypass Cell Phone, Screen Lock Easy, also viele verschiedene Dinge. Und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt hier mal ein paar raus, ja, die eh, wie ihr es gerade seht, alle nur so ein paar Dollar kosten. Und dann schauen wir uns die mal an. Der kauft die nicht wirklich, Leute, oder? Es ist 2.14 Uhr. So, Moment, also, ich habe mich damals auch von meinem Huawei getrennt, weil es nur noch, ja genau, richtig, keine Sicherheitsupdate. Warum sperrt YouTube das nicht? Das frage ich mich auch gerade. Also, Seite besuchen ist okay, ja, erstmal schon. Er macht ja dann auch einen journalistischen Inhalt und er setzt sich damit investigativ quasi auseinander und berichtet darüber. Die Seite zu zeigen ist hingegen schon wieder ein bisschen schwierig, weil er hat gerade auch URLs eingeblendet. Und wenn ihr mal Videos über Darknet von mir gesehen habt, ich blende immer die URLs aus, damit man nicht aus Versehen draufkommen kann. Weil das schon ziemlich, ziemlich kritisch ist und weil das ziemlich gefährlich ist. Es könnte jetzt jemand auch einfach auf die Idee kommen, auf diese Website zu gehen und dort einfach einen Market aufzumachen und dort dann mal fett einkaufen zu gehen. Könnte ja auch ein Amazon sein. Immerhin wurde es ja von einem YouTuber empfohlen. Deswegen bin ich sehr vorsichtig, wenn ich solche Links zeige. Und er hat sie gerade einfach so sogar extra eingeblendet. Aber, Und ja, ich habe jetzt hier einen Guide gerade offen. Der hat, er hat ihn gekauft, Dollar. Okay. So, also, gekostet, okay. Er hat also offiziell im Darknet eingekauft. Damit hat er offiziell das Cybercrime unterstützt mit seinem Geld. Und damit hat er sich auch offiziell strafbar gemacht. Also einkaufen in einem Darknet-Market ist strafbar. Egal was du, also wenn der Markt offiziell dafür geschaffen wurde, illegale Güter auszutauschen und du dort einkaufst, dann machst du dich da strafbar tatsächlich, ja. Der heißt How to Hack Any Smartphone, ist komplett veraltet von 2015. Teilweise die Links funktionieren nicht, die Tools, die da angegeben sind, die kann man überhaupt nicht mehr runterladen. Und ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich irgendein Guide, den der Typ aus dem Internet runtergeladen hat und jetzt im Darknet einfach weiterverkauft. Herzlichen Dann habe ich hier einen, der heißt Bypass Any Cellphone Screen Lock Easy 2. Das, was zu zeigen, ist halt schon kritisch, ne? 21, also ich glaube, da wurde bei den ganzen Guides so drauf geachtet, dass der möglichst so Keyword-lastig ist und gut gefunden wird. Und das ist tatsächlich einfach so eine TXT-Datei mit irgendwelchen Instructions. Solution for everyone with recovery, CVM installed. Wow,
Solution for everyone with bla 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 installed. Ja, geil. Ich kann auch mein Phone recovern, wenn ich da drauf einen Backdoor installiert habe. Ist ja kein Problem. Ach. Download this zip pattern password disable. Was? Download this zip pattern password disable onto your SD card. Insert SD card into your phone. Reboot into recovery mode. Flash the zip. Reboot. Done. Wow. Uff. Method 2. Without recovery installed. ADB. Dazu musst du dein Handy trotzdem freischalten. Also du musst dein Handy freischalten und zulassen, dass die ADB-Tools überhaupt installiert werden können und dein Handy dann auch eine Verbindung vom Kabel über den, zum PC hat. Also auch das hier ist ein Recovery, wenn du Zugriff auf dein Handy hast. Dann brauche ich es nicht. Ja, deswegen mag ich solche Videos überhaupt nicht. Da ist so viel Falschinformation dabei, wo man irgendwie gar nichts von ablesen kann. Muss aber dazu sagen, wir haben das auch schon im Interview mit Martin Frost, könnt ihr gerne mal auschecken, das Video, gelernt, dass diese Nutzer, die wenig oder so gar keine Rezension haben, die verkaufen tendenziell im Darknet Müll oder sogar gar nichts. Also das Geld ist dann einfach weg. Ein Lichtblick gibt... Für sowas gibt es aber auch eigentlich den, diesen Ding im Darknet-Markt, ne? Dieses Trust-System, also dass du quasi so einen Escrow-Service hast. Das heißt, du kaufst da quasi ein, du schickst das Geld aber nicht dem Hacker oder dem Menschen, wo du was kaufst, sondern du schickst es dem Market. Und wenn der Hacker oder der Typ, der dir was verkauft, halt nicht liefert, dann kannst du einfach beim Market sagen, ey, der hat nicht geliefert, gib mir mein Geld wieder. So, dann kriegt der Typ halt nicht mal was davon. Das machen die meisten Märkte eigentlich mittlerweile. Meine Info ist, dass es nicht alles im Darknet illegal ist. Wenn es legal ist, ist es nicht automatisch illegal im Darknet. Schon. Also versteht es nicht falsch. Also wenn du einen, sagen wir mal, wenn du Amazon jetzt in einem Hidden Service hosten würdest, sodass es auch vom Darknet aus erreichbar ist, dann kannst du durchaus bei Amazon einkaufen. Wenn aber der Markt explizit dafür geschaffen wurde, illegale Dinge zu verkaufen, also sowas wie zum Beispiel Hacking-Werkzeuge oder vor allem auch Drogen. Und Drogen hat man in dem ersten paar Screenshots, wo er gemacht hat, gesehen. Dann darfst du dort nicht einkaufen, weil dann unterstützt du damit laut Gesetz das Verbrechen. Und deswegen ist es dann problematisch. Das allerdings. Und zwar haben wir hier jetzt bin ich gespannt. Der hat nur 5-Sterne-Bewertung und er schreibt auch selber, er war schon bei Alpha Bay, bei Wall Street und so weiter. Nur, da konnten wir nicht so einfach kaufen. Ja, wir wollten seinen Guide, wir haben das Geld auch überwiesen, dann kam allerdings eine Nachricht und er sagt, hey, sorry, ich mache keine Geschäfte mit... Bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht, wo man Sachen rechtlich einordnen kann, aber wenn es halt so ein klassischer Darknet-Market ist, dann wäre ich da schon sehr vorsichtig mit, weil dann machst du dich offiziell eigentlich ziemlich sicher strafbar. Mit 9 Nutzern, ich überweise euch das Geld zurück, außer du kannst mir jetzt den Benutzernamen nennen, den du schon mal in einem anderen Forum hattest. Problem, wir waren halt noch nie in einem anderen Forum. Das heißt, ich habe jetzt gerade mal einen guten Kollegen, der schon ein bisschen länger im Darknet unterwegs ist, gefragt, ob wir seinen Benutzernamen nehmen dürfen. Ich werde jetzt mal keinen Namen nennen, aber er sagt auf jeden Fall... Vielleicht kommt es gut, wenn du einfach noch dazu sagst, dass du im gleichen Namen auch bei White House Market angemeldet warst. Das ist eine Sprachnachricht, daran kann man doch rausfinden, wer es war. Dann wisst ihr, dass du ein langer Player im Business bist. So sieht's aus. Und das haben wir ihnen geschickt und da warten wir jetzt auf die Antwort. Also ich hoffe, diesen Guide kriegen wir, weil wenn der nur positive Rezensionen hat, dann wird der wahrscheinlich funktionieren. Also mal ernsthaft, ich hätte nicht die Eier, so ein Video auf YouTube zu stellen. Das ist halt, du machst dich auf so vielen Ebenen angreifbar. Da kommt dann eine Anklage wegen eben Darknet-Markt. Dann kriegt sein Kollege eine Fahndung und eventuell eine Hausdurchsuchung und eine Anklage, weil er hat ja schon länger, hat er ja extra zugegeben, im Darknet eingekauft. Dann hast du gezeigt, wie du quasi dort unterwegs bist. Und du zeigst auch noch gleichzeitig URLs zu diesen Darknet-Märkten. Und du zeigst auch gleichzeitig noch Hacking-Content, der ja auf YouTube eigentlich verboten ist. Nee, ich will ihn nicht melden. Also ich habe ja selber das Problem, dass ich ständig oder dass ich früher relativ viel gemeldet wurde und deswegen auch einige Strikes bekommen habe, was halt ein bisschen problematisch ist. Aber klar, natürlich auf YouTube. So, ich habe 150 Videos wegen diesem Thema gelöscht. Ich habe 150 Videos ungefähr gelöscht, weil ich Hacking-Tutorials hatte, die nach YouTube-Richtlinien halt nicht erlaubt sind. Und ja, sowas ist halt deutlich mehr noch, ne? Ja.
Oh, die Musik benutze ich auch manchmal. Noch in derselben Nacht habe ich tatsächlich eine Antwort bekommen und die haben noch mal ein, zwei Sachen nachgefragt. Aha. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die wollten echt sicherstellen, dass man kein neuer Nutzer ist, dass man den Guide auch wirklich benutzen will und so weiter. Ich bin da auf jeden Fall erfolgreich durch und vor mir ist genau dieser Hacker-Guide. Er heißt FBI Toolkit. Ich zeige ihn euch jetzt gleich und es wird hier suggeriert, dass alle diese Tools, die man sich sogar hier runterladen kann, benutzt werden vom FBI, um bestimmte Dinge zu hacken. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. So, man sieht jetzt hier schon, der wurde erstellt am 12. Juli 2018, wurde allerdings letztes Jahr im August. Aktuell gibt es die Videos bei mir auf Patreon, aber ich arbeite ja gerade an der Academy, da gibt es die Videos dann, die ich löschen musste, alle selbst gehostet auch. Ja, FBI Toolkit, ne? Was sagt ihr zu dem Namen? FBI Toolkit, was kommt uns da als erstes in den Kopf? Wie wäre es mit WannaCry? Geupdatet. Was man hier hat, sind alles Links zum Runterladen. Also musst du dich jetzt entscheiden, was du haben willst. Ach, das wird jetzt geblurrt. Ja, dafür hast du Geld bezahlt, ne? Entire Elcomsoft, Passware Forensic, WinUFO, Mobile Edit Forensic Version 1, 2, Recovery Tools, Oxygen und so weiter, More Hacking Tools, also ihr seht hier Network Tools, RADS, SMS, VPN-Geschichten. Dazu, das werde ich jetzt allerdings an dieser Stelle nicht zeigen, gibt es auch noch ein Forum, wo man im Endeffekt Fragen stellen kann und wo Leute auch so ein bisschen erklären, wie die einzelnen Sachen funktionieren. Das ist GitHub. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Guide für GitHub Software runtergeladen. Der Kerl kriegt halt auch einfach Geld dafür, dass er Sachen zusammenschreibt. Wenn ich jetzt noch sehen könnte, was das wäre, ne? PM2 Start. Start the Script. PM2 sagt mir halt gar nichts. Wir gehen das jetzt mal einmal durch. Und das Share Dr. Phone, ja, das war ich gut. Als erstes und wir starten an dieser Stelle mit dem ersten Tool. Ich habe, wie gesagt, parallel hier dieses Forum offen, weil die erklären auch so ein bisschen, wie man das anwenden soll. Das ist ein Recovery-Tool, beziehungsweise es sind tatsächlich sogar drei, die hier drin sind. Und das wird vor allen Dingen genutzt, wenn beispielsweise Handys geklaut werden. Ja, für Handy-Shop-Besitzer relativ interessant. Und wie man auch sonst an ein physisches Handy von jemandem rankommt. Das heißt, Handy-Shop-Besitzer, also wenn dir ein Shop-Besitzer das Ding gibt, dann wird es schwierig. Das ist jetzt keine Möglichkeit, ein Handy über Strecke zu hacken, sondern du musst es zumindest für ein paar Minuten oder eine Stunde oder so mal in der Hand haben. Diese Tools stellen Daten wieder her, die gelöscht worden sind und die gehen eben davon aus, dass es oft so brisante Details sind. Ja, oder du klaust von jemandem das Handy, stellst die wieder her und damit kannst du vielleicht sogar die Person am Ende erpressen. So, und warum genau ist es jetzt das für Shopbesitzer relevant? Ich meine, Shopbesitzer machen ja genau das nicht. Wir laden uns das hier runter. Wir sind übrigens, ihr seht es, auch hier im Office, weil das will man nicht unbedingt am Rechner zu Hause machen, ja, diese ganzen Downloads. Deshalb benutzen wir hier schön die Firmenrechner. Chris? Kann er doch nicht machen. Ich hab Pipi in den Augen, ne? Das kannst du doch nicht machen. Oh. Deswegen benutzen wir schön die Firmenrechner. Okay, jetzt wissen wir also, wie Hacker in Systeme einbrechen. Oh. Oh, Mann. Nimm halt wenigstens eine virtuelle Maschine oder nimm deinen Laptop, den du danach platt machst oder so. Eieiei. Okay, ja. Video hat sich gelohnt, war lustig, fand ich ziemlich witzig. Cool, machen wir weiter. Ist auch mit am Start, der wird das nämlich parallel auch machen. Ich sage, Leute, für das gebe ich mich jetzt an dieser Stelle geschlagen, der Eck. War das zufällig sein letztes Video, bevor sein Rechner verschlüsselt wurde? Das ist eine gute Frage. Lass uns nachgucken. Am 19.06., das heißt, er hat noch kein neues Video wahrscheinlich rausgebracht. Hat er vielleicht seither was hier in Community-Tab gepostet. 18 Uhr gibt es den zweiten Teil unserer Darknet 3. Aha, aha, aha. Oh, 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 oh. Seither kam nichts mehr raus. Vielleicht Instagram. Unangenehm. Unangenehm, muss ich jetzt da draufklicken. Ich muss da draufklicken. Oh, 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 oh. Moment, das ist angeheftet, ne? Wahrscheinlich. Tja. Hm.
Also es kam scheinbar seither nichts mehr raus. Es könnte sein, dass er verschlüsselt wurde seither. Ja, das stimmt, genau. Nächstes Video ist dann, ich habe im Darknet recherchiert, wie man einen Rechner wiederherstellen kann, ist das nächste Video. Er kennt einfach partout dieses Gerät nicht. Ich vermute einfach, dass es irgendwie ein Update gab und dadurch... Mobil Edit Forensic Wizard. Da hättest du die URLs auch nicht irgendwie klein machen müssen oder zensieren müssen. Jetzt mache ich hier nebenbei noch meinen Browser auf. So, Mobil Edit Forensic Wizard. Einfach eine legale Software, die du halt kaufen musst. Und er hat sie sich halt illegal gekauft und deswegen hat er halt eine gecrackte Version davon gehabt. Herzlichen Glückwunsch. So, was kann das Ding? Complete Data Extraction from Phones and SIM. Support for almost all phones. Bypass the passcode on iOS using the Lockdown Files Method. Die ist aber schon länger bekannt, das ist jetzt nichts wirklich Besonderes. Bypass the PIN code with an integrated SIM cloning tool. Das ist halt nur für die SIM. Examine the phone data without having the phone. Was? The majority of them have connected their phone to iTunes. Wow, du kannst iTunes angucken. Even if you don't secure the phone as evidence, you can still acquire the phone data because iTunes by default creates an automatic backup of any connected phone. Du kannst auch einfach die SD-Karte auslesen. Extract data from iOS even when the phone has set up encryption for the backup. Standard iOS Forensic Tools, aber das sind halt einfach ganz normale Forensic Tools, ne? Die kannst du auch einfach so kaufen. Da musst du nicht ins Darknet dafür. Cool. Im Darknet kriegst du halt den Guide gleich mit. Okay, also das ist schon mal das Erste. Rechner bieten sich auch gut zum Spiegeleibraten an. Oh, das ist, ja. Also, das Erste ist halt einfach eine ganz normale Software. Und ja, ist nicht wirklich was Besonderes. Nicht wirklich FBI-Stuff. Ich irgendwie die Software nicht mehr drauf zugreifen kann, aber egal was ich gemacht habe, keine Chance. Wie ist es bei dir gelaufen? Stimmt, iPhone und SD-Karten, vielen Dank, du hast recht. iPhones haben keine SD-Karten mehr. Kann man trotzdem auslesen. Speicher ausbauen. Nö, also bei mir hat das jetzt eigentlich auch nicht funktioniert. Ich habe da dieses I like Android Recovery Pro. I like Android Data Recovery Pro. Und auch das ist ein ganz normales Tool, was sich jede Person im Internet runterladen kann. I like Share. I like Android Data Recovery Pro. Connect PC to Phone. Please connect your Android device to PC via USB. During the recovery, do not start any other Android Phone Management Software. Wow. Ganz toll. Risk-free without any personal information leaking. Hm, klar. Probiert, aber ich kann das hier anstecken, das bestätigen das Ganze und ich komme im Endeffekt aber nie über diesen Screen hinaus, dass er sagt, muss mein Gerät identifizieren. Also keine Ahnung, wo das Problem hier liegt. Also an dieser Stelle auf jeden Fall ein X, ja, für das Recovern. Es hat nicht funktioniert, aber wir haben jetzt direkt schon wieder was Nächstes gefunden und das finde ich persönlich wirklich crazy, wenn es gehen würde. Das Ganze nennt sich RAT, also wie Englisch Ratte, steht Remote Access Trojaner, das ist halt so das Standardding. Hast einen Metabreter, das kostet nicht mal was und kannst damit auch direkt so eine RAD fertig bauen als APK und die dann halt benutzen. Ist halt noch viel, viel günstiger als wenn, oder viel einfacher auch. Und du machst dich nicht strafbar, weil du musst dich bei einem Darknet-Markt einkaufen gehen. Hat dann aber halt nichts mehr mit Darknet im Titel zu tun, ne? Schwierig. Für Remote Administration Tool und was das im Endeffekt bedeutet. Nein. Tut es nicht. RAT steht für Remote Access Trojaner, nicht für Remote Administration Tool. Normalerweise steht das für Trojaner. ADB Frontend entwickeln und als Super Hacking Tool verkaufen für 100 Euro Stonks. Geschäftsidee. Du darfst es nur nicht verkaufen, du kannst es den Behörden verkaufen, als Pegasus 2.0 oder so. Suggeriert im Forum ist, dass du etwas auf dem Handy installierst von jemandem, kannst denen das auch zuschicken und du sollst die komplette Kontrolle über das Handy dann haben. Ob das wirklich funktioniert, da fuchsen wir uns jetzt ran. 23.11 Uhr, ich weiß nicht, ob man sieht, Leute, das 24-Stunden-Experiment ist vorbei, aber das Ergebnis, das wir jetzt haben, ist crazy.
Vielleicht einmal kurz vorweg. Ey, wenn sie jetzt wirklich so ein Red installiert haben, so, hey, mach mal dein Handy, entsperr mal dein Handy. Wow, ich kann Software bei dir installieren, dann habe ich Zugriff drauf. Puh. Erstes, was wir getestet haben, das erste Tool hat nicht funktioniert. Man sieht die Leiste. Funktioniert. Das zweite Tool hat nicht funktioniert. Aber das dritte dafür umso heftiger. Ich wollte das erst da drüben installieren. Du hast dann gesagt, nee, lass lieber nicht machen. Nee, genau. Ich habe gesagt, wir lassen das auf einer virtuellen Box machen, weil keine Ahnung, ob dann so drin ist oder sonst was. Leute, der hat Ahnung. Da wird danke. Einfach geschützt sind. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Ist oder? Bisschen genau. Besser. Lass uns reingehen, damit ihr es auch seht. Im Endeffekt basiert dieses Programm darauf, dass wir eine App erstellen, die wir dann irgendwie auf das andere Handy bekommen. Komme ich gleich noch zu. Das heißt, Metapreter. Ich sehe erstmal den Victim, also den Namen Frontend. Des Opfers an. Das ist was ist das? Steht jetzt einfach nur Build im Titel, das ist halt schon echt übel. Ja, kann man halt nicht erkennen, was das ist. Ne? Vielleicht sehen wir es noch. In dem Fall Chris, ist ja auch sein Zweithandy. Du kannst hier den App-Namen angeben, also zum Beispiel Instagram. Und ihr seht auch oben rechts zum Beispiel dieses kleine Icon. Das kann man ändern, dass es genauso aussieht wie das Instagram-Icon. Dann kannst du beigehen und kannst im Endeffekt deine IP angeben. Ja, von dem Rechner, von wo aus du das steuerst, um diese Verbindung dann herzustellen. Ganz heftig, du kannst jetzt sagen, mit einem Klick Hide Application. So, das heißt, wenn die App installiert ist, das ist sind ziemlich genau die Sachen, die man auch bei Metapreter einstellen kann, beziehungsweise bei MSF Venom. Das ist halt einfach ein Frontend für MSF Venom. Herzlichen Glückwunsch. Kannst du auch gratis überall, ist wahrscheinlich sogar schon in Kali dabei. Die einfach gar nicht angezeigt wird, also man gar kein Icon dafür sieht oder sogar Merge. Was man hier zum Beispiel machen könnte, ist, du mergst jetzt diese App mit einem Spiel. Ja, ja. Stell dir vor, du hast irgendwie so ein kleines Handygame, du machst dafür so eine Website. Und soll ich euch was sagen? Sie haben getrickst. Ich habe erst vor 3 Wochen habe ich ausprobiert, mit genau dem einen Remote Access Trojaner in eine App reinzubauen und habe die auf mein altes Handy gezogen, weil ich was demonstrieren wollte für ein Video. War nicht mal für ein Video, es war für ein Doku. So, und wollte genau das machen und es hat nicht funktioniert. Und wisst ihr warum? Weil Android die Rechte so eingestellt hat, dass es nicht mehr funktioniert. Du musst deine ganzen Schutzmechanismen von Android musst du mittlerweile ausschalten, damit man überhaupt sowas noch macht. Und dann habe ich mich dagegen entschieden und habe gesagt, das können wir leider nicht zeigen, es funktioniert nicht mehr, weil niemand auf der ganzen weiten Welt würde A, erstmal den Trojaner herunterladen per E-Mail. Ja genau, seit Android 10 ist das, soweit ich weiß. Genau. Niemand auf der ganzen weiten Welt würde erstens mal seinen Trojaner runterladen, zweitens dann dieser völlig unbekannten App alle Berechtigungen geben, drittens dann davor sogar noch alle Sicherheitseinstellungen Android deaktiviert haben und viertens dann sogar noch mal bestätigen, dass du explizit in die Einstellung gehst und Apps aus unbekannten Quellen vertraust. Diese ganzen Dinger funktionieren erst dann, wenn du richtig hart am Tricksen bist oder wenn du eine uralte Version von Android benutzt oder von iOS, keine Ahnung, wobei ich glaube, sie benutzen Android, und die dann tatsächlich so alt ist, dass du sowieso keine Updates mehr kriegen kannst. Das heißt, das ist auf jeden Fall irgendwie kein realistisches Szenario, was sie haben, weswegen ich dann halt auch sage, ey, sorry, sowas kann ich nicht zeigen, sowas macht halt gar keinen Sinn. Ist fernab von jeder Praxis und absolut nicht realistisch und dementsprechend auch fake, wenn ihr mich fragt. Oh. Na, vielleicht mit irgendwie ganz coolen Grafiken, mit so einem fancyen Icon. Du merchst das jetzt mit diesem Game und jemand lädt dieses Game auf sein Handy, weil es vielleicht die Beta ist oder die Alpha oder irgendwie sowas, spielt dieses Spiel und gleichzeitig ist die App aber eigentlich getarnt und man sieht nicht, dass man dieses Spy-Tool auf seinem Handy hat. Dann ist es halt so, dass du die wirklich hier mit einem Klick bilden kannst. Wir machen das jetzt hier mal einmal live für euch. Zack, 3 Sekunden später ist die App fertig. Also die wird hier für einen sozusagen gecodet. Ja, man selber muss da nichts machen. Und hat eine APK auf seinem Rechner. So, was haben wir gemacht? Wir haben die jetzt genommen und haben die einfach per WeTransfer verschickt. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, wie man damit auch viel Schabernack machen kann. Wollten wir ja gar nicht. So, dann ist die... Ich wiederhole nochmal ganz kurz sein Anfangsstatement. Kennt ihr noch diese dummen E-Mails? Wir hacken heute ein Handy ohne so eine dumme E-Mail. Auf dem Handy, das Handy muss natürlich an sein. Und jetzt kommt man in folgende Konsole. Und Leute, das ist wirklich, wirklich krank, wenn man sich das anschaut. Man hat hier eine Konsole, wo man sieht, was man alles machen kann. Vielleicht mal angefangen mit SMS lesen. Ja, einfach mal auslesen, was sind denn auf diese... Wenn du die Berechtigung dafür vergibst, klar kann deine App die SMS lesen.
diesem Handy so für SMS. Dann kannst du beigehen, Anruferliste. Dann siehst du alle Accounts, wo Chris angemeldet ist. Also zum Beispiel, wenn er jetzt, weiß ich nicht, bei Google, bei Coinbase angemeldet ist. Und was wir auch eigentlich am krassesten fanden, ist halt wirklich diese Bilderfunktion. Das heißt, du klickst da jetzt drauf. Jetzt stell dir mal vor, du hast zu Hause wirklich deinen Laptop. Du klickst da drauf und jetzt lädst du dir alle Bilder von diesem Handy runter. Hier siehst du mal ein Bild. Er steht ja gerade im Fahrstuhl, so ein After-Gym-Bild. Kannst wirklich alle angucken, alle runterladen. Was weiß ich am Endeffekt noch damit machen. Und was auch sehr krass ist, also das hier ist mein privates Handy. Das ist, wie gesagt, das, wo die App drauf ist. Du kannst jetzt via Fernsteuerung einen Anruf machen. Ja, Chris klickt jetzt einfach mal die Nummer so auf meinen Namen im Kontaktbuch. Und jetzt ist hier einfach ein Anruf. Chris ruft mich jetzt gerade an. Zack. So, und dann ist die Verbindung hergestellt. Jetzt könnte jemand von zu Hause da sitzen und kann einfach diesen Anruf fernsteuern und kann sogar komplett diesen Anruf abhören. Also ich muss wirklich sagen, das Abhören ist das kleinste Problem. Was sie eher machen, wenn sie sowas, wenn sie wirklich einen kompletten Zugriff auf euer Handy haben, womit das ist mittlerweile echt schwer geworden, Vollzugriff auf ein Handy zu bekommen. Deswegen kriegt man das kaum noch hin. Aber wenn die Leute Vollzugriff auf euer Handy haben, dann passiert normalerweise eher, dass sie SMS-Spams von euch verschicken, bis ihr kein Guthaben mehr habt oder bis ihr geblacklistet werdet, Leute anruft und dann irgend so eine Roboterstimme kommt und sich meldet, hallo, hier ist Europol, sie haben, glaube ich, ihre Kreditkarte geleakt. So, das ist aber tatsächlich sehr schwer geworden, deswegen passiert das auch, gut, okay, es passiert momentan sehr häufig, aber für die Menge an Hacks passiert es relativ selten. Und deswegen für viele ist es mittlerweile leichter, sich einfach noch ein eigenes gehackt oder eigenes Handy zu holen, wo du dann diese Anrufe auch machen kannst. Deswegen, sowas machen eigentlich die wenigsten noch. Bringt ja auch nicht so viel. Ich meine, wie gesagt, Android ist halt sehr, sehr gut geschützt im Vergleich zu früher und iOS auch. Finde ich krank. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich finde es auch sehr heftig, dass es mehr oder weniger so einfach geht und dass du jetzt nicht großartig viel Vorwissen brauchtest. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es hat gedauert, ne? 6-7 Stunden saßen wir da dran, bis es wirklich lief, aber dann alles schön aufbereitet. Jetzt habe ich noch eine Sache gemacht. Es ist überhaupt nicht einfach. Der schwere Teil ist ja nicht, die RAID zu erstellen, sondern der schwere Teil ist, dass die RAID auf das Zielgerät kommt und das Zielgerät dann sogar noch alle Sicherheitseinstellungen quasi abgibt und sagt, hey, ja klar, einer Spiel-App, also der gebe ich natürlich vollen Zugriff auf meine SMS und meine Anrufe und alles. Sind vierteljährlich Sicherheitsupdates genug, wenn du mich fragst? Nein. Aber wenn es nach den vielen geht, reicht das. Ja, es ist okay. Man kann auch damit leben. Es ist besser, als nichts zu bekommen, aber es ist auf jeden Fall nicht gut, weil du dann halt immer, je nachdem, wenn, das Problem ist halt, wenn du jetzt, sagen wir mal, am 1.1. kriegst du ein Patch, und am 2.1. kommt halt eine richtig schlimme Lücke für ein Android-Kernel oder sowas raus. Das ist halt ungeil, weil du dann halt quasi ein Vierteljahr angreifbar bist. Ich bekomme ständig Bot-Anrufe von der Europol darüber, dass dein Perso, siehst du mal, ich habe das immer mal wieder mit der Kreditkarte gehabt, dass irgendwer sagt, ja, wir haben ihre Kreditkarte geklaut. Im Übrigen, sie werden jetzt mit dem Support verbunden. Dann fragt dich der Support halt, ja, was ist denn ihre Kreditkartennummer? Denkst du dir auch so, okay, fällt euch nichts Besseres ein. Also wenn du zum Beispiel Hafnium nach 6 Monaten patcht, dann würde ich nicht ruhig schlafen. Ich auch nicht. Ja, also 6 Monate ist schon krass. Aber auf der anderen Seite ist halt auch immer die Frage, wie attraktiv bist du als Ziel? So, wo wirst du angegriffen? Was sind deine Angriffsvektoren? Wo musst du dich gegen verteidigen? Weil wenn du jetzt zum Beispiel Journalist bist und Quellen schützen musst, dann würde ich sagen, nein, auf keinen Fall reicht es viertelmonatlich. Dann wird schon monatlich kritisch, während wenn du jetzt irgendwie so ein normaler Mensch bist, der halt ganz normalen Konsum hat und eigentlich nicht wirklich dich mit öffentlichen Wi-Fis verbindest und dein Bluetooth ausschaltest, im besten Fall sogar noch, wenn du unterwegs bist, dann hast du eigentlich keine Probleme. Naja, bei mir hat Microsoft angerufen, nach dem Passwort gefragt. Ich habe es ihnen mal gesagt, dann können sie mir ja mal weiterhelfen. Tja, Gott. Viele Updates gibt es mittlerweile über den Play Store. Ja, das sind die Updates für die Apps. Aber es kommt ja auch darauf an, dass dein Android-System an sich abgesichert ist. Weil über das Android-System machst du zum Beispiel solche Sachen wie Wi-Fi. Das heißt, wenn du dein WLAN aktiviert hast und du hast aber eine schlimme Schwachstelle drin, eine ganz, ganz schlimme zum Beispiel, dann könntest du im Zweifelsfall halt draußen rumlaufen und jemand kann über dein Wi-Fi sozusagen Zugriff auf dein Handy bekommen. Jetzt mal krass übertrieben gesagt. Es gibt ein paar Sicherheitslücken, die sind ganz dramatisch
Und es gibt viele, die sind halt so, yo, wenn derjenige schon dein Handy übernommen hat, dann kriegt er halt noch ein paar mehr Berechtigungen. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber in Kombination werden die dann auch schlimm. Und deshalb werde ich auch dieses Experiment jetzt noch um ein paar Stunden verlängern. Ich habe nämlich mit einem Dude im Forum geschrieben, der hat uns die ganze Zeit schon geholfen. Und der hat mir jetzt noch eine andere Methode gegeben. Und zwar, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber du erzeugst einen Link. Diesen Link bringst du auf das Handy einer anderen Person. Also schickst das zum Beispiel jemand, ich werde es Matthias. Also auch wieder Social Engineering. Jetzt einfach mal schicken, einem Bro von mir. Und dann hat er mir sogar genau gesagt, welche Voice oder welchen Text ich dazu schreiben soll, dass die Chance groß ist, dass derjenige auf den Link klickt. Und jetzt kommt's. Angeblich soll sich die Selfie-Cam dann öffnen und man sieht in dem Moment ganz genau, also die macht wohl im Sekundentakt Bilder und sieht im Endeffekt, was Matthias da gerade vor seinem Handy macht. Ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Das will ich jetzt unbedingt ausprobieren und das Ergebnis teile ich mit euch morgen früh. Also ich meine, es ist normal, dass Browser die Kamera abgreifen dürfen. Das ist halt, ja, ich meine, klar dürfen Browser die Kamera abgreifen, wenn ich einen Videocall habe über irgendeine Plattform wie zum Beispiel Jitsi oder so oder Zoom, das kennt jeder, Zoom geht auch im Browser. So, ja, natürlich darf der Browser dann meine Kamera abgreifen, der braucht die Berechtigung dafür, macht ja auch Sinn. Und wenn ich dann vielleicht eine Schwachstelle habe, dass ich die Kamera einfach anzapfen kann, die auf einer gewissen Version von, ich meine, es war Chrome, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber in einer gewissen Version von Chrome gab es eine Schwachstelle, dass man halt diese Abfrage überspringen kann und ja, wenn du halt ein sehr altes Handy hast, hast du auch eine sehr alte Version von Chrome, also kann man das natürlich machen. War das Experiment in 24 Stunden Handy hacken lernen jetzt erfolgreich oder nicht? Wenn er verstanden hat, dass man nur über Social Engineering auf das Handy draufkommt, wenn man nicht irgendwie NSO Group ist, dann war es erfolgreich, ja. Okay, Leute, und jetzt sitze ich hier zum Fazit und erstmal eine Sache vorweg, es hat funktioniert. Es ist ein Programm, was auf der Command Line läuft. Wir mussten dann eine Server Application aufsetzen, die heißt ngRock. Damit wiederum kann man einen Link erzeugen, der sieht sehr, sehr. So, und jetzt, bevor Sie ngRock in den Dreck ziehen, Moment. ngRock, das hört sich ja so böse an. Ich benutze viele Browser. Spricht man das nicht eigentlich ngRock aus? Ich nenne es immer ngRock. Nicht ngRock. Ah, mein Kabel hängt. Jetzt. So. Spricht man das ngRock oder ngRock aus? ngRock. Dankeschön. Okay, gut. Ich dachte schon, ich bin die ganze Zeit falsch. Add OIDC SAML Single Sign-On with One Command. So, das ist die Idee. Du kannst Single Sign-On aktivieren mit ngRock. Auf jeden Fall, ngRock ist quasi einfach nur, yo, ich hoste jetzt hier übrigens meine Anwendung und damit ermögliche ich GitHub Single Sign-On oder in dem Fall vielleicht auch noch Google. Nichts, was man nicht als normaler Webentwickler brauchen würde. Das ist halt das Ding. Webentwickler brauchen solche Tools und ngRock ist nichts mit Hacking. Das ist einfach nur, um eine Anwendung zu starten. Der fishy aus. Wir haben dann ein Bitly draus gemacht. Natürlich sieht's fishy aus. Es ist ja auch quasi ein generierter Link für dich, der bei ngRock gehostet wird und der sofort gesperrt werden würde, wenn du es bösartig ausnutzt. Gemacht und den habe ich im Endeffekt Matthias geschickt. Man muss dazu sagen, das Ganze ist im Endeffekt Social Engineering und so funktioniert Hacken sehr, sehr oft, wenn man sich damit mehr beschäftigt, okay. Weil heutzutage halt die Maschinen sehr, sehr gut sind, teilweise auch sehr sicher. Deshalb geht man oft eher auf den Fehler des Menschen. Das heißt, man manipuliert den. In dem Fall habe ich ihm eine Voice-Nachricht geschickt, habe gesagt, hey, du, ich probiere da gerade was aus, ja, einfach mal draufklicken und alles bestätigen. Hat er gemacht und alles bestätigen. Ja, wow. Okay. Eine Sekunde später hatten wir dann, wie man hier sehen kann, ein Bild von ihm. Das heißt, wirklich im Sekundentakt kamen dann so Bilder. Er hat das natürlich gemerkt, hat mir auch geschrieben, okay, Bro, aber ich musste ja auch Kamera anmachen und so weiter. Ja, aber was wäre, wenn man die Person jetzt vielleicht nicht so gut kennt und man hat einfach eine gute Story? Zum Beispiel, hey, wenn du das machst, dann passiert das und das. Das ist eine Verification da und dafür. Dann musst du dein Perso einscannen. In dem Moment, zack, hat man Zugriff. Ich muss ehrlich sagen, das ist für mich bisher das krasseste Experiment, was wir auf diesem Kanal je gemacht haben, einfach deshalb, weil unsere Vermutung war, okay, wir lernen Hacken im Darknet. Ich dachte, es geht um Coden, Programmieren. Habe ich noch nie gemacht. Deshalb war sogar meine Vermutung, nach 24 Stunden hat man kein Ergebnis. Aber es gibt ja echt Tools, die funktionieren super benutzerfreundlich. Ihr habt gesehen, man hat so eine Maske, man klickt wirklich auf Pictures und sieht die dann alle in diesem Folder und das ist schon echt erschreckend.
Möchte an dieser Stelle aber auch nochmal darauf hinweisen, Leute. Wir haben das wirklich für educational purpose only gemacht. Wenn man das jetzt wirklich... Okay, also an der Stelle, glaube ich, können wir es lassen, oder? Ja. Was haben wir gelernt? Wenn man alles auf... wenn man alles benutzt, was andere programmiert haben, muss man nicht selber programmieren. Das nennt sich ScriptKiddie. Genau, dankeschön. Und wenn das Opfer überall klickt, ja, ich möchte, ja, ich bestätige, dann kriegt man auch Vollzugriff auf ein Handy. Ja, das ist gar kein Problem. Ach Gott. Oh, das Video hat mich fertig gemacht, ey. Nicht mehr. Wie schützt man sich davor? Genau, das ist vielleicht die beste Sache. Wie schützt man sich vor sowas? Also, man klickt nicht auf alles, was einem per E-Mail zugesendet wird. Man überlegt auch, ob vielleicht eine andere Person, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Twitter so einen Link teilen würde, dann könnt ihr da draufklicken, aber wenn da plötzlich kommt, schaltet bitte deine Kamera ein, dann könnt ihr euer Gehirn anschalten und sagen, was? Warum? Ja, das wäre dann so das Wichtigste. Ihr könnt nachdenken, ob vielleicht eine andere Person gehackt sein könnte. Ihr könnt selbst einfach so eine Standardprozedere für eure E-Mails machen. Ja, ihr könnt quasi sagen, hey, ich öffne eine E-Mail nicht, wenn, beziehungsweise ich öffne den Anhang einer E-Mail nicht, wenn die E-Mail-Adresse nicht eine ist, der ich hundertprozentig vertraue und das Dokument eins ist, das ich hundertprozentig erwarte. Und nehmen wir an, ihr seid mit einem guten Geschäftspartner oder guten Kollegen oder sonst irgendwas in Kontakt und der sendet euch plötzlich ein Dokument, ein Word-Dokument zum Beispiel, das eventuell eine Folina-Lücke beinhaltet, dann könntet ihr stutzig werden und sagen, hä, ich erwarte jetzt aber gerade dieses Word-Dokument eigentlich nicht. Was genau machst du oder was willst du damit? Und dann fragt ihr den, was ist in diesem Dokument drin, was soll das? Ihr könnt dem einfach anrufen und oder eine Signal oder Element oder Matrix-Nachricht oder sowas schicken und fragen, ey, was genau hat es damit auf sich? Und wenn der dann sagt, trust me, I'm an engineer, das ist wichtig, dass du es guckst, weil da ist das und das drin, dann könnt ihr immer noch sagen, okay, dann mache ich das auf und mache es im schlimmsten Fall sogar in der virtuellen Maschine auf. Aber nicht einfach so und schon gar nicht bestätigen, bestätigen, bestätigen. Und ich meine, solche Lücken wie Folina oder Watering Hole oder keine Ahnung, generell alle Lücken eigentlich, die man wirklich explizit ohne Probleme oder ohne Interaktion von euch als Opfer ausnutzen kann, ja. Wenn ich jetzt irgendeine Lücke ausnutze, dann wird die relativ schnell gepatcht. Weil bis das bei euch ankommt, ihr seid kein Google, ihr seid keine Regierung und ihr seid keine investigativen Journalisten in irgendwelchen Krisengebieten. Und ihr seid auch nicht irgendwelche Kriegsteilnehmer. So, dann müsst ihr euch eigentlich nicht so gut schützen, weil ihr davon halt einen gewissen Abstand habt. Dementsprechend reicht es für euch, wenn ihr regelmäßig alle Updates installiert, alle Patches installiert und einfach nicht dumm sein. Einfach ein bisschen Security-aware sein und nicht allem glauben, was das Internet rausgibt. Ja. Hat mich auf jeden Fall gefreut, mit euch mal wieder ein bisschen live zu sein und ich wünsche euch was. Bis die Tage.